Herzlich willkommen zum Oster-Countdown aus Dillbrecht. Noch 26 Tage bis Ostern. Maria, sie war die erste Person, die zum Grab ging. Sie war die erste Person, die den auferstandenen Jesus sieht. Sie war die erste Person, die davon weitererzählt, von der Auferstehung. Das war Maria, aber nicht die Mutter von Jesus, denn Maria war ein weit verbreiteter Name und so nannte man sie Maria aus Magdala. Irgendwann wurde daraus Maria Magdalena, aber es gab damals keinen Nachnamen, das heißt, es war einfach die Ortsbezeichnung eines kleinen Dorfes am Fuß des Berges Abel am See Genezareth. Wir lernen sie kennen im Lukas-Evangelium Kapitel 8, die Verse 1 bis 3. Dort nämlich treibt Jesus böse Geister von ihr aus, er befreit sie und sie folgt ihm nach. Etwas, was in der Kirchengeschichte vielleicht manchmal in den Hintergrund getreten ist, dass unter den Jüngern eben viele Jüngerinnen waren. Und sie war da nicht irgendeine, sondern sie war eine, die auch dafür gesorgt hat, dass Jesus seinen Lebensunterhalt bestreiten konnte. Das heißt, sie war keine ganz arme Person. Allerdings gab es im Lauf der Kirchengeschichte eine besondere Verehrung für sie. Das fing an ganz früh, dass man sie als eine Apostolin der Apostel bezeichnet hat und sie damit auf die gleiche Ebene gehoben hat wie die anderen Apostel. So weit, so gut. Allerdings traf Papst Gregor I. im Jahr 591 eine folgenreiche Entscheidung und ersetzte sie mit der unbekannten Sünderin gleich, die Jesus die Füße wusch. Lukas 7, Vers 36. Und damit entwickelte sich eine sehr wirkungsvolle kirchengeschichtliche Tradition, die bis in die heutige Zeit nachhallt. Aber es steht dort eben nicht, dass es diese Maria aus Magdala war und Lukas nennt bewusst auch ihren Namen nicht. Sie war, und das ist vielleicht der Kern dessen, was heute auch für uns noch wichtig ist. Sie war eine Person, die Jesus wirklich die Treue gehalten hat. Dort, wo andere weggerannt sind. Dort, wo andere ihn verleugnet haben. Das ist vielleicht das Tiefste und der Kern dessen, was heute unseren Glauben durch sie inspirieren und stärken kann. Und so bitte ich dich, verbringe wieder 15 Minuten Zeit mit dem auferstandenen Herrn. Bitte darum, dass die Treue der Maria von Magdala auch dein Vertrauen in Christus stärkt. Frage und sprich mit Jesus, wie kann ich erzählen davon, dass Jesus lebt? Und was besitze ich, mit dem ich Jesus unterstützen kann? Lies also auch bitte noch Lukas Kapitel 8, Verse 1 bis 3 und Johannes Kapitel 20, die Verse 1 bis 18. Einen gesegneten Tag aus Dillbrecht.